over into something. Wieder eine interessante Präposition. So. Das Schöne ist, hier schreiben wir es auseinander, da schreiben sie es zusammen, ist schon wieder der nächste Rechtschreibfehler. Es gibt auch Spillage, das ist mit einem Bindungsstrich. Der steht da nicht mal mehr. Catherine Bernard and Steve Pierce, he should check your grammar and writing. Here teaching in one of the leading university of the British Empire, so. Still spill over into something. Kein Wunder, dass ich das Wort nicht kenne, wenn das so falsch geschrieben wird. To fill a container and go above over the edge. She filled the glass so full that the water spilled over. Her emotions suddenly spilled over. To start in one area and then affect other areas. Unrest has spilled over into areas outside the city. So. Related Noun Overspill, Spillover. Ach, es gibt auch noch einen Noun Spillover. Ach, da ist es hier. Muss ich mich entschuldigen bei Catherine Bernard und Steve Pierce? Schreibt man dann doch zusammen? Naja, es wäre auch schön peinlich, wenn. Ich habe ja schon einen gefunden. Indeed, the you itself is a legal construct ist falsch. Is legal construct heißt das und es bleibt auch so, dass das so heißt. Something that is too large or too much for the place where it starts and spreads over the places. A second room was needed for the spillover of stuff and reporters. The results of the effect for something that had spread to other situations or places. Das Überquellen. Das ist der Überquelleffekt, den Jean Monnet, einer der Gründerväter der EU, gehofft hat zu erreichen durch den, sobald der wirtschaftliche Integrationsprozess oder der Integrationsprozess begonnen hatte. So, das heißt, es gibt Bereiche wie zum Beispiel Gesundheitsversorgung und die EU hat trotzdem einen Einfluss darauf. Das ist der wirtschaftlichen Integration geschuldet. Das ist dieses Zusammenbinden der Staaten. So, und dass das passiert, heißt im Folgenden, wo ist das schreckliche Wort? Ich glaube Functionalism oder sowas, Funktionalismus. Neo-Functionalism heißt das, so. Kommt auch jetzt im nächsten Satz. Boah, ich kann mich noch an das erinnern, was ich eben vorgelesen habe. Unglaublich. As the theory of neofunctionalism describes it,
Integration in one sector necessitates gibt's in Schottland nicht. Necessitates. As the theory of neo-functionalism describes it, integration in one sector integration in another sector to ensure that the advantage of integration in the first sector is maximized. Another whiskey, please. So. As the theory of neo-functionalism describes it, integration in one sector necessitates integration in another sector to ensure that the advantage of integration in the first sector is maximized. So. Wie es die Theorie des Neofunktionalismus beschreibt, Integration in dem einen Bereich hat die Notwendigkeit der Integration in einem anderen Bereich, sodass der Vorteil der Integration in dem ersten Bereich maximiert wird. Zu gut Deutsch. Ich integriere in dem einen Bereich. Ich sage zum Beispiel Medikamente, eine Ware dürfen frei in der EU bewegt werden. Dazu brauchen sie eine Zulassung in der gesamten EU. Also hat dass die freie Beweglichkeit der Ware, eine der vier Freiheiten, einen Einfluss auf das Gesundheitssystem. So, und die einheitliche Zulassung führt dann dazu, dass dieser Effekt der freien Beweglichkeit von Medikamenten maximiert wird, auch zum Wohle der EU-Bevölkerung, weil man so EU-weit an Medikamente kommt. Wenn in einem Land eine Krankheit besonders häufig vorkommt, kann man in den anderen Ländern die Medikamente, die es schon gibt, heranschaffen, damit die Leute behandelt werden können. So, so kann man sich das vorstellen. So, der nächste Effekt, der dann auftritt, wenn es eine einheitliche Medikamentenzulassung gibt, muss man sich die Zulassungsverfahren für die Medikamente genau angucken und dann kommt das, was hier vorher schon gesagt wird, der Verbraucherschutz ins Spiel und der wird wichtig. Denn es kann nicht sein, dass die Standards dann in einigen Ländern gelockert werden und die Verbraucher schlechter vor schlechten Medikamenten mit zu vielen Nebenwirkungen und zu geringer Wirkung geschützt werden. So stelle ich mir das gerade vor. So sollte das idealerweise ablaufen. So, ich habe noch 4 Minuten auf der Uhr. Es ist auch nur ein Satz und dann ist dieser Absatz auch zu Ende. So, steht ja auch jetzt im nächsten Satz. So, member states could legitimately obstruct the free movement of goods due to concerns about consumer protection or the environment. So member states could legitimately obstruct the free movement of goods, verstehe ich gerade noch nicht, due to concerns about consumer protection or the environment. So, das heißt, den Bedürfnissen des Konsumentenschutzes, des Verbraucherschutzes und des Umweltschutzes geschuldet, das habe ich verstanden, also due to concerns about consumer protection or the environment. Jetzt muss ich das erste nachschlagen. Legitimately obstruct. So, legitimately. Legitimate heißt legal or acting according
due to the law or the rules. Informe, so jetzt gibt es das Form, formale legitimate ist ein Adjektiv. Da wird ein Adverb drauf, durch die Adverb draus, aha. Weil es sich auf too abstract bezieht. Okay, das ist schon mal grammatikalisch das, was ich in der Schule gelernt habe. Legitimate, for which there is a fair and acceptable reason. Valid justifiable, a legitimate grievance. It seemed a perfectly legitimate question. Berechtigt heißt das so. Legitimately obstruct heißt also berechtigte obstruct. Und jetzt muss ich noch bei obstruct nachgucken. So. Obstruct verb. Ja, wird dann ein Adverb. To block a road, an entrance, a passage, it is if you cannot get through. See, you can't park here, you're obstructing my driveway. Okay, versperren. First check that the accident victim doesn't have an obstructed airway, verstopft. The pillar obstructed our view of the stage. The pillar obstructed our view of the stage. So, the pillar. Mal gucken, ob ich mich in zwei Tagen noch dran erinnern kann, wie der Satz geht. So, ich mach mal hier. Deshalb höre ich jetzt auf. Tschüss. Und ich sage es direkt, the pillar obstructed our view of the stage ist ein sehr schöner englischer Satz. Kann man ruhig mal im Stadion sagen. Wenn man sich Premier League Football anguckt, nicht zu verwechseln mit Premier League Soccer, das ist was anderes. Das ist Damenfußball. Tschüss. Engländer haben ein eigenes Wort für Damenfußball, Soccer.